In diesem Video zeige ich Ihnen das mobile Design Studio. Das wird immer wichtiger, Seiten, also Funnels, auch Webseiten, mobil zu erstellen, weil über 70% heute mit ihren mobilen Geräten ins Internet gehen und Webseiten anschauen. Jetzt, wenn Sie ein mobiles Gerät, ein Smartphone schräg, also quer halten, dann ist dieses Design, das jetzt für den PC erstellt ist, in Ordnung. Wie Sie wissen, unsere Funnels und Webseiten passen sich der jeweiligen Bildschirmgröße an, sind also full responsive. Allerdings, wenn jemand dann sein Gerät hochformatig hält, dann wird die Seite sehr, sehr klein und kaum mehr leserlich und bedienbar und schaut dann auch nicht mehr gut aus. Und für das haben wir dieses mobile Designstudio entwickelt, sodass Sie jede Seite, die Sie erstellt haben, dann auch für mobile Geräte nutzen können. Es ist dann ein anderes Design, es ist dann nicht mehr quer, sondern es ist dann mehr eben länger im Hochformat. So, das zeige ich Ihnen jetzt. Sie sind hier auf der PC-Seite, die ich kurz als Beispiel für Sie erstellt habe. Und nun gehe ich zurück in meinen Navigator. Und dann sehe ich ja hier die Seite, mobiles Design Studio. Und anstatt dass ich jetzt hier anklicke, wo ich auf die PC-Version komme, gehe ich rechts zu Mobil, klicke Mobil an. So, und jetzt bin ich in der mobilen Design Studio Version. So, Sie sehen den Unterschied hier weiß und hier beige. So, das Beige ist das, was dann später nicht mehr genutzt wird, sondern es wird alles jetzt in dieses weiße Feld hineingenommen und ein völlig neues Design erstellt. So, für das ziehe ich schon mal die Seite weiter nach unten, vergrößere also die Arbeitsfläche, weil es wird auf jeden Fall länger. Und dann ziehe ich hier die einzelnen Objekte rüber. Also ich nehme jetzt nur diesen Button hier, ziehe ihn einfach rüber. Kann dann sagen, ja, hier für mobil hätte ich es ein bisschen kleiner. Und ziehe ihn einfach mal nach unten, damit ich da genug Platz habe. Dann ziehe ich den Text rüber. Sie sehen, der ist jetzt hier. Und jetzt kann ich den Text natürlich anpassen, wie ich ihn dann gerne hätte. Das machen wir dann noch gleich. Ziehe das noch ein bisschen weiter runter. So, und jetzt möchte ich gerne diesen Header rüberziehen, klicken einfach an. So, und jetzt passe ich den hier an und jetzt stelle ich fest, dieser Header ist für die mobile Version einfach viel zu klein, viel zu schmal. Und wenn ich das Video da einpassen will, das passt ja gar nicht rein. Es ist also viel zu klein. Das macht keinen Sinn. Also habe ich hier einen anderen Header erstellt. Ich lösche diesen Header für den PC und lade dann einen Header, den ich für das mobile Designstudio erstellt habe, hoch. Sie also hier, wie Sie es kennen, das Bild herein, wähle das jeweilige Bild aus. Also jetzt nehme ich den Header für die mobile Seite. So, der ist da und Sie sehen das schon ganz anders, nicht hochformatig gestaltet. Klicke auf OK, habe ihn übernommen. Jetzt gehe ich hier auf diese zwei Pfeile, um das auf die gesamte Breite zu bringen. Das ist übrigens 500 Pixel breit. So, und jetzt möchte ich, dass dieser Header ganz oben ist. Gehe ich hier auf diesen Pfeil, klicke auf 0 und dann ist er oben. So, und jetzt ist er natürlich vor dem Video. Jetzt stelle ich den mit der Ebene nach hinten. Jetzt habe ich mein Video hier, wie Sie sehen. So, und jetzt kann ich dieses Video anpassen in der Größe. Ist ein bisschen zu groß. So, platziere es hier in diesem Kreis. So, und fertig ist es. Also so schnell kann man dann im Prinzip von der PC-Seite auf eine mobile Seite gehen, weil man muss nicht alles neu machen. Jetzt habe ich hier den Text, den möchte ich jetzt noch gern anpassen. Also wie gesagt, ist alles, die Breite ist 500. Und jetzt kann ich diesen Text nehmen und schauen wir mal, jetzt möchte ich den links auf 25 setzen, Sie sehen hier, 25. So, und jetzt weiß ich, weil es ja 500 ist, 25 links, 25 rechts, dann ist das gesamte Textfeld 450 breit, das sieht man hier mit diesen zwei Pfeilen. Also jetzt gehe ich hier auf 450 und dann habe ich das eingepasst, wie ich es gerne möchte. Ist links und rechts der gleiche Abstand. Jetzt sehe ich noch, ich möchte gerne diese Schrift hier, also die Überschrift gerne
auf einer Zeile, mache ich es einfach kleiner. So, jetzt habe ich es auch angepasst auf einer Zeile und die Schrift ist fertig. Also man sieht, man kann es einfach rübernehmen und muss nicht wieder alles neu machen. So, und diesen Button hier, den platziere ich dann einfach mal da oben. Und das Schöne ist, der Link, den ich vorher schon gesetzt hatte, der ist hier schon drin. Das heißt, also, wenn ich hier auf die Link-Taste gehe, dann sehe ich hier www.fahrenheitsverwinners.com. Da muss ich also nicht jetzt wieder den Link neu setzen und vor allen Dingen dann, wenn man es auf andere Seiten hat innerhalb des Funnels, dann wird es wieder relativ lang dauern, bis man das gefunden hat. So ist man da sehr schnell fertig. Jetzt tue ich noch die Arbeitsfläche anpassen, weil das muss ja nicht so groß sein. So, jetzt habe ich hier die Arbeitsfläche angepasst, speichere das Ganze, diese Diskette hier. Und damit ist die mobile Seite fertig. Das heißt also, wenn jetzt jemand diese Seite abruft, mit dem PC kommt die PC-Version, wenn er sein mobiles Gerät querformatig hält, dann kommt ebenfalls die PC-Version, dreht das allerdings dann auf Hochformat, dann kommt diese mobile Version. So, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, es gefällt mir doch nicht so, wie ich es jetzt da hätte gemacht habe, ich möchte es doch ganz anders machen, dann können Sie hier oben, Sie sehen, mit Löschen diese gesamte Seite löschen, gehen wieder zurück in Ihre PC-Seite, gehen dann zurück auf den, in den Navigator, klicken auf Mobil und können dann wieder von vorne anfangen. Damit hoffe ich, dass Sie das nutzen können und wünsche Ihnen viel Erfolg damit.